Du fängst an, Sini. Ja, Ich höre ihn. das kann nicht sein. Also wir sind alle. Nee, Teamspeak ist. Nein, nein. Also, nein, nein. Ich höre dich. Nein. Aber er ist es nicht. Er ist in TS. Ich höre ihn doch in TS. Ich höre ihn auch. Ich höre ihn überall. Wir hören ihn überall. Ja. Desktop-Audio. Hast du Desktop? Nein, 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 alles gut. Neuland. Freunde, ich hab immer leider. Ne, hallo Freunde. Tonner, ihr hört mich. Hallo, was geht? Ich bin ein bisschen übersteuert. Nicht zu laut. Ne, keine Spaß an Seite. Gerade haben wir irgendein Aktion natürlich löst. Das ist natürlich Problematik. Wir haben aber lustigerweise LAN-Party-mäßig sogar Pizza rausgehauen. Ich habe sie genossen. Ich fand sie bisher sehr gut. Siehst du, hast du dich wenigstens bekleckert, Vince? Nee, das Pferd ist wirklich rot. Deswegen habe ich mich, glaube ich, nicht bekleckert in dem Fall. Aber ich glaube sonst, ich sehe sauber aus. Auf meinem anderen Shirt sah es schlechter aus. Jetzt warte ich noch kurz auf das Kommando, weil es ist ja halb so wild. Wir hatten ja eigentlich bisher ziemlich viel Spaß. Wir hatten ziemlich gute Themen. Wenn ihr euch wundert, wir hatten bisher die ein oder andere Gaming Night. Da hatten wir auch bisher Tillmann der FIFA gezockt. Also das ist ja einfach nur, es gab ja Tillmann zockt, da hat Tillmann gezockt. Haha, wer hätte gedacht. Bisschen FIFA gedaddelt, das war ganz nice. Ja, absolut. Wir hatten auch bisher spannende Gäste. Wir haben uns letztes Mal sehr viel über E-Sport unterhalten, falls ihr euch wundert. Ach ja, was gibt's denn sonst noch Schönes zu erzählen? Ja, der heutige Tag ist bisher ganz prächtig gewesen. Ich musste leider Gottes mit dem Flugzeug hierher, anders ging's leider nicht. Was habe ich sonst noch zu erzählen? Oh, ja, aus Stuttgart? Aus Stuttgart? Nein, nein, aus Wien. Ich bin ja nicht mal mehr Deutscher. Ja. Also doch schon offiziell. In Vienna. Aber offiziell? Das wundert euch, das ist außerdem der liebe Sini. Der Sini ist unsere professionelle Hilfskraft, die uns da hilft. Also bin ich ein Profi, der leider einfach manchmal die Technik nichts machen kann. Das ist nicht seine Schuld. Der Mann gehört eigentlich vor die Kamera, aber er hat sich nicht mehr getraut. Er hat seine Karriere an den Nagel gehängt, leider Gottes. Falls ihr euch außerdem fragt, ich glaube, das fragt sich absolut niemand von euch. Ich habe mit der Union eigentlich gar nichts am Hut. Und da wird jetzt der eine oder andere vielleicht schon auf Twitter wütend geschrieben haben, was unterstützt du da, was machst du da? Freunde, man muss auch manchmal für sowas sich distanzieren können und trotzdem spannend sich über Themen unterhalten können. Denn ich finde, das ist jetzt wieder nur ich und ich hoffe, gleich muss ich aufhören mit diesem Monolog, ist es wichtig, sich auch mit allen überall zu unterhalten, weil sonst man auf seinem Standpunkt festhängt. Und selbst, und das ist vollkommen unabhängig von was ihr seid oder von wo ihr seid. Klar, man hat seine Grundwerte, weshalb manche Sachen auch niemals machen würde in meinem Leben. Aber trotz alledem gibt es so einen Kern, der zählt. Und das gehört hier dazu. So, aber man darf auch sagen, dass die CDU trotzdem eine echt gute Partei ist. Also, das dürft ihr sagen. Wir wollen dich zu beginnen. Ich werde mich nicht bekennen, einfach aus dem Grund, habe ich noch nicht alle Wahlprogramme durch, die ich brauche. Und B, nee, möchte ich nicht. Ja, das ist ja auch, wenn man sich bekennt, dann kriegt man auch mal Druck. Aber ist ja auch immerhin, ist cool, macht Spaß mit dir, dass du das hier machst. Und war vorhin nicht zu hören, wollte aber aus der Pause kommend loben, dass ihr so ein Rieseninteresse habt, finde ich richtig cool, richtig gute Zugriffszahlen. 5.000 Leute ja teilweise hier im Stream, richtig cool. Teilweise sogar 8.000. Ja, super. Und auch danke für das Beteiligen an der Spendenaktion, finden wir super. Wo sind wir jetzt, Vince? Ja? Der letzte Stand, den ich habe, ist 1.366. Das wird bestimmt noch ein bisschen mehr sein. Na, siehst du, also wenn die 1.500 nicht knacken. Die 1.500, also ich kündige jetzt schon an, das, was noch fehlt, bis der Kuban das Bremen-Trikot anzieht, die Differenz lege ich drauf. So. Was machen wir eigentlich mit Philipp? Was muss eigentlich Philipp machen, wenn wir hier, also da finde ich, brauchen wir auf jeden Fall auch noch eine Challenge. Nicht die nur personalisierte Message haben wir noch. Ja, die Message, okay, die Message, die er aufzeigt. Aber die tut ja nicht kein Leid. Das ist ja kein Leid. Wir überlegen uns noch was. Wir überlegen uns noch was.
wir hatten aber noch was, Philipp. Da, ja, ich wollte nur noch kurz sagen, deswegen war ich in der Lobeshymne noch, habe ich gesagt, den Chat hier, den kann ich hier leider im Stream nicht voll sehen, habe aber gesehen, dass auch ein paar Fragen gab zum letzten Sommer und zu meinen beendeten Nebentätigkeiten, zu Augustus und diesen ganzen Themen. Und ich finde immer wichtig, auch in Richtung dieses Streams, Tillmann und ich sind auch dadurch ausgezeichnet in unseren Formaten, dass wir auch um unangenehme Themen keinen Bogen machen. Also in unserem Insta-Live haben wir auch von Laschet lacht bis sonst was aktuell war oder auch die ganzen Debatten um die Maskendeals, wo wir uns massiv geärgert haben, aber natürlich auch die Debatten um meine Nebentätigkeiten, die ich im vergangenen Sommer beendet habe, debattiert und deswegen auch dazu mache ich keinen Bogen drum, gehört auch dazu, finde ich, in der Politik, dass man Fehler eingesteht, daraus Konsequenzen zieht und daraus lernt und ich kann nur sagen, ich bin derjenige, der sich darüber, glaube ich, am allermeisten geärgert hat und ich habe ja in der Konsequenz auch meine Haltung zum Thema Nebentätigkeiten nochmal sehr klarer gesehen und gesagt, dass ich persönlich keinen mehr nachgehe und deswegen gilt für alle Streams, auch für diesen, wir machen auch um unangenehme Themen keinen Bogen und wir lesen auch das, was ihr im Chat schreibt. Gut, wenn wir das Thema durchhaben, können wir... Wollen wir noch was? Wir wollen noch zocken. Wir machen das, was du dir gewünscht hast. Deswegen bitte wieder bereithalten für den Code und mir sagen, wenn ihr bereit seid. Okay. Dann kurz. Wieder Steuerung. Warte kurz. Also ja. Steuerung. Kein Stress. Dann nee. Genau, du weißt ja genau. Show rechts oben. Individuelle Shows. Ja. 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 Und dann beitreten. Ja. Okay. Bereit? Ja. DYTSM. DYTSM. Nice. Right. Sehr, sehr gut. Und der Sitzungsführer, das bist du, ja? Andy das bin Ruby ich. Princess. Das ist ja ein richtig männlicher Name. Den hab ich mir da nicht ausgesucht. Der ist random. Aber ich meine, damit anbieten. Ist auch okay. Lässt sich aber sehen. Das klingt nach einem schönen Namen. Jetzt warte ich noch ganz kurz, dass alles fein ist. Und das alles. Was passiert jetzt? Was müssen wir tun? Also, das Level kennt Tillmann schon. Er ist auch schon ein bisschen vertraut. Hey, oh. Da bin ich dieses letzte Mal nicht weitergekommen. Der will nur wieder gewinnen. Ja, ich sehe das doch schon. Erinnerst du dich in Takeshis Castle an den Kreis? Kreisel. Und genau, an den Kreisel, wo eine Stange permanent rotiert und man drüber springen muss. Mal über die Stange rüberspringen, sonst schiebst du dich runter. Genau, und so funktioniert das. Ah, okay, sehr gut. Das ist sehr simpel, sehr einfach, muss man da sagen. Ja, das Problem ist, jetzt werden wir wahrscheinlich harte Gegner haben, die uns einfach runterschieben können. Nicht nur das. Das war nicht der Fall. Der Boden fängt ab einem gewissen Level auch an zu entfallen. Also der Also da könnte ich mir vorstellen, auf wen sich jetzt die Community als Erste stößt. Ich hoffe, Tillmann. Das schauen wir gleich mal. Wollte ich sagen, dann kann ich mehr genießen und zuschauen. Gut, dann fangen wir den Spaß mal an. Ihr wisst ja noch, wie alles geht. Währenddessen, schauen wir mal, ob wir noch beim Spenden bereit sind. Wie gesagt, eine Spendenidee, die wir haben, Philipp, die wäre es, glaube ich, nicht so schlecht. Ich würde sagen, als Zwischenziel ab 1750, Philipp, darfst du 2 Wochen lang das Wort Schabernack nicht mehr benutzen. Oh! Aber was soll dann mit Twitter los sein? Wo ist denn da das Leiden eigentlich? Was passiert denn, wenn er das sagt dann in die Community leidet oder nicht? Das ist der König des Schabernacks. Was passiert dann, wenn er es doch macht? Das kann sich die Community jetzt nochmal überlegen, was passiert das nochmal. Aber jetzt heißt es aufpassen, bitte, Freunde. Bitte nicht ausscheiden jetzt am Anfang, ja? Ja, scheiße, hier sind schon die Affen, sind schon bei mir. Mich kriegen sie wenn ihr festgehalten werdet. Nein! Als allererster. Ach komm. Ja, weil ich zu dumm war, weil ich... Ach, Mann. wenn ihr gehalten werdet, könnt ihr, wenn ihr A mehrfach drückt, euch wieder losreißen. Yes! Ah, Philipp hat's geschafft! Yes. Sehr gut, Philipp. Sehr gut. Ich bin gerade runtergefallen, als die Runde beendet wurde. Ja. Siehst du, es sind auf 24 von 30 qualifiziert. Ja, Tillmann ist okay, bist halt kein Thema, aber dafür ein echter Politiker. Das ist auch. Ach, ich dachte wirklich, jetzt nochmal meins. Könntest du ja nachher nochmal machen, dann kannst du. Ja, müssen wir. Aber jetzt muss Philipp sich erstmal in der zweiten Runde halten. Oh. Vergessen, ihr könnt natürlich die ganze Zeit eure Fragen schreiben. Unten habt ihr einen Banner zum Spenden für.
angenehme Katastrophe, die dieses Land erschüttert hat. Da geht das Geld zu 100% an die Aktion Deutschland hilft. Nichts geht an die JU. Was haben wir noch? Fragen stellen. Wenn ihr Bock habt, ja, Fragen stellen. Das hatten wir schon. Was gibt es noch im Angebot? Philipp, Fragen, Fragen. Tillmann, Fragen, Fragen. Von Tillmann irgendwas wollen zum Beispiel. Was aktuell seine Prognose ist für die Zukunft von Hannover. Was ist deine Prognose, Tillmann? Und Hannover 96, ja, es sieht momentan nicht gut aus, aber wir starten ja jetzt in die neue Saison, ich glaube, die härteste zweite Liga aller Zeiten, von daher, es wird... Hast du geschafft? Ja. Nice. Wobei ich finde, dieser Weihnachtsmann ist irgendein crazy Typ hier, aber... Oh, das ist eine sehr schöne Frage, die ich an euch beide einfach stelle, aber primär... Aber die Hannover-Frage war jetzt also noch die Hannover-Frage, die härteste zweite Liga aller Zeiten. Wir werden hoffentlich einen guten... Weil Hansa Rostock dabei ist, Hansa oder? Rostock. Können wir eigentlich dieser mal ins Stadion gehen, wenn Hansa Rostock jetzt dabei ist. Ja, lass uns noch ein Event machen, finde ich gut. Ja, gute Idee. Ich habe hier noch was, das ist primär an dich, Philipp, aber ich stelle sie trotzdem mal. Und war wieder von Bayro 1997. Erst ja. Kleiner Shoutout an ihn, er hat schon mehrere Fragen gestellt, die sehr, sehr spannend sind. Baerbock wurde in den letzten Wochen stark kritisiert. Würdest du Baerbock ebenfalls für ihre Fehltritte, und hier hat er bewusst Fehltritte unterstrichen, Fehltritte kritisieren oder zeigst du Verständnis für sie, dass junge Politiker mal eben kleine Fehler in ihren Anfängen machen? Naja, also ich würde jetzt sagen, Sport, jüngere Politiker in ihren Anfängen, die Frau will Bundeskanzlerin werden. Also das ist jetzt hier nicht jugendforscht, aber... aber im Ernst, ich würde sagen, natürlich war das auch eine aufgeheizte Debatte und ich finde, man kann an Baerbock noch ganz andere Dinge kritisieren. Oh, scheiße! Oh, qualifiziert! Ja, Alter! Wie hast du das denn bitte gemacht? Im Runterfallen das zweite Mal. Ist das so, dass die Community runterspringt, wenn sie sieht, dass Philipp fällt? Ja, wahrscheinlich. Sie retten dich. Und noch kurz aber die Frage. Ja. Ich wollte die Baerbock jetzt am Ende jedenfalls nochmal persönlich sagen, ich finde, es gibt schlimmere Dinge an ihr zu kritisieren als dieses Buch. Muss man auch mal sagen. Also, wer jetzt glaubt, dass sie da irgendwie ein geiles Buch geschrieben hat, das hatte ich von Anfang an nicht erwartet. Das war halt so ein typisches Wahlkampfding. Wenn du Kanzler werden willst, schreibst du mal ein Buch. Ey, aber, jetzt bist du im Finale. Ja. Du musst dich jetzt konzentrieren. Finale, oh. Aber wie gesagt, es gibt schlimmere Dinge als das Philipp, mit dem Buch. Am Ende gehen teilweise die Dinger weg. Entweder gelb oder blau geht dann irgendwann weg. Da musst du aufpassen jetzt. Du bist ja richtig hier schon im Profi. Ja, das habe ich, das ist richtig ein Coach jetzt. Also der Boden vibriert, ja, du siehst das, wenn er so wenn wackelt. Wenn er vibriert, dann genau, dann haut er irgendwann ab. Dann ist er weg. Und jetzt ist es noch 100 Euro außerdem, dann muss ein schönes Werderbild entstehen. Wow. Springen. Eure Spendenziele für einen guten Zweck. Sehr gern gesehen. Nein! Na gut. Okay. Vince, bist du noch dabei? Nee, ich bin auch rausgeflogen. Er ist der einzige Reiter hier. Alles ist auf das Pferd Amthor gesetzt. Ich bin raus. Tatsächlich? Ja, ist er, ja. Oh, aber ich will trotzdem nochmal sagen, in diesem Raum bin ich hier der Gewinner, ja? Das bist du. Aber apropos... Ja, ist richtig. Apropos Gewinner. Ich sag's so, 1500 Euro sind zusammengekommen. Erstmal vielen lieben Dank dafür, dass ihr das erreicht habt. Wer euch nur bedingt dankbar dafür ist, ist Tillmann, weil... Ja, bin ich. Schönes wirklich Werder-Trikot. Das ist aber voller Einsatz. Werder-Trikot, okay, also... Ja, aber Wiebke Winter freut sich wahrscheinlich. Ja, super, ich bin begeistert, echt, ey. Aber gut, was tut man nicht alles? Auf jeden Fall brauchen wir irgendwas, wo Philipp nochmal richtig leidet. Könnt ihr euch nicht irgendwas Witziges ausdenken jetzt mal? Ja, das musst du der Community sagen. Also wir hatten ja, bisher die Schabernack-Verbot, aber da ist jemand scheinbar unzufrieden hier. Deswegen, wenn ihr noch was Gutes habt. Schabernack-Verbot ist wirklich, ja. Ja, ich, wisst ihr was? Was kommt jetzt? Ich biete an. Bei 750 gehe ich mal richtig aus der Komfortzone. So wie hier heute, wie ich hier wie so ein Berufsjugendlicher im Jogger, rumlaufe. Im Jogger. Na, also da sind im Jogger. Den Jogger gibt es ab 2500, aber bei 1750 mache ich es zumindest mal so, dass ich für einen nächsten Instagram-Post in meinem Wahlkreis, wo ich sonst natürlich pflichtgemäß nur Anzug und Lederschuhe trage, werde ich diese geilen Sneaker wenigstens mal einsetzen.
Also zumindest mal JU-Sneaker, in JU-Sneakern mal auf ein Instagram-Foto wie so ein Berufsjugendlicher werde ich dann werde ich das machen. Wobei, ich muss ja zugeben, abseits von Krawatten. Also ich finde ja, trage ich auch ab und an mal Sneaker. Zu den Sneakern muss eigentlich denn die Jogginghose. Ich finde, also, ich hab ich gar finde keine. Die Jogginghose, ja, die besorgen wir dir. Das ist das geringste Problem. Ja, ja, das finde ich nicht die, so schlecht. Die spende ich, die Jogginghose. Von welchem Verein bist du Fußballfan? Also natürlich in Mecklenburg-Vorpommern haben wir Hansa Rostock, das ist ja klar. Dafür ist man auch. Und ansonsten habe ich den Luxus, FC Bayern-Fan zu sein. Aber ich bin betont kein Erfolgsfan, denn als ich zu den FIFA- und Fußball- und Jugendzeiten Bayern-Fan war, haben noch ganz andere Vereine auch vorne mitgespielt. Dann würde ich sagen, also, VfB Stuttgart-Jogginghose als schönes Lokalderby. Ach, Stuttgart, nur damit du bei deiner Community reüssierst. Also, das ist natürlich auch ganz gut. Wir hatten das ja vorhin, um das Thema kurz anzusprechen, es ist Zeit für Helfen und nicht Zeit, dass man sich irgendwie profiliert. Und Tillmann, du spielst schon wieder? Geht schon wieder in die nächste Runde? Habt ihr gestartet? Ja, Tillmann startet. Tillmann, das war letztes Mal schon so. Er hat einfach selbst angefangen, Tillmann. Hey, ich bin einfach nur drin geblieben, ich habe einfach nur gewartet. Nee, er spielt noch gar nicht, ich nehme es zurück. Da hat Philipp hier Schabernack gemacht. Wieso? Er wartet doch da. Er spielt auch noch gar nicht. Also, wir machen jetzt einen Deal, wenn wir die 1750? Ja, dann muss die Jogginghose tragen. Okay. Ja, das ist... 1750, das ist eingeloggt, Freunde, und somit habt ihr auch ein neues Spendenziel. Unabhängig davon, noch um eine ernsthafte Frage. Solange ich es nicht auf meinem eigenen Instagram-Account posten muss. Aber ich fürchte, ich fürchte, es wird trotzdem seinen Weg zu Fabian Köster finden. Aber ja, wenn du zuschaust, Oliver Welke, du weißt Bescheid. Der Köster ist viel cooler als der Welke, um es mal gesagt zu haben. Das wird er sich klippen und das kommt nächstes Mal. Also ich bin hier aber irgendwie in einem anderen Programm als Philipp. Philipp hat irgendwie 60 Leute, die teilnehmen können, bei mir sind es 30. Nee, das müsste auch richtig sein bei dir. Ich habe es nämlich umgestellt, den Modus. Also ich habe 60. Nee, warte mal. Updaten. Doch, du bist richtig. Also bei mir geht's jetzt aber schon los. Philipp ist beim anderen. Warum hat er denn schon los? Philipp. Ja, siehst du, wenn die Kinder wieder selbst loslegen. Du musst nur einmal kurz rausgehen und wieder mir joinen, weil ich glaube, du bist in der Public Lobby beigetreten. Also ist nicht so wild, aber ich lasse dich einfach gleich wieder rein. Das ist auch dein Lieblingsspiel hier mit diesem Hochschießen. Um noch ganz kurz mich auf eine ernsthafte Frage. Kann die Community denn sehen, was ich spiele, oder soll ich hier rausgehen? Nee, ist das geh falsch? Einfach kurz raus. Wir spielen nochmal eins zusammen. Wir spielen nochmal alle eins zusammen. Eine Frage an euch beide von Legit. Wie komme ich denn jetzt raus? Einfach B oder SD. Ja. Du bist noch drin. 50 oder 15, 16? 16, ja. Perfekt. Steuerung, entfernen. Genau, so. Beitreten. So, Philipp braucht den Code nochmal. Code ist auch für euch da draußen DYTSM. DYTSM. Nice. Ihr füllt die Lobby wirklich schnell. Jetzt geht's wirklich los. Nochmal ganz kurz, bevor wir loslegen. Aber warum hat Philipp jetzt immer noch 60 Spieler und ich nur 30? Nein, es stimmt jetzt. Ich habe hier schon wieder eine Frage. Mein Gott, es ist sehr wichtig, nämlich, weil das ist zu unserer Zuschauerschaft wahrscheinlich auch ganz viel wichtig. Jetzt kommt Cannabis. Ja, Philipp, das ist auf jeden Fall die Millionen-Euro-Frage. Klassiker. Wie schaut es bei der Jungen Union, deswegen ist es vielleicht eher an Tillmann, wie schaut es bei der Jungen Union mit dem Thema Cannabis aus? Ja, also wir diskutieren das, glaube ich, auf jedem Deutschlandtag. Also unsere größte Mitgliederversammlung ist immer der Deutschlandtag, wo 1000 junge Leute zusammenkommen und auf jedem Deutschlandtag wird es diskutiert. Und ich glaube, von Jahr zu Jahr wird es knapper. Letztes Mal war es wirklich sehr knapp. Also es gibt durchaus unterschiedliche Meinungen dazu und momentan ist irgendwie noch so 51, 49 gegen die Legalisierung, aber ich glaube, die wird in den nächsten Jahren kippen. Also von daher, auch wenn jeder seine persönliche Meinung dazu hat, aber die Junge Union ist da auf dem Weg, dass sich das verändert, anders vielleicht als die CDU. Also ich würde auch sehen, deswegen habe ich gleich getippt, wenn jetzt ein Top-Thema kommt, dass es Cannabis ist. Ich sehe es im Chat auch bei allen Schülergruppen. Ist immer mit die wichtigste Frage, wann kommt die Cannabis-Legalisierung? Dann habe ich immer die Standardantwort, wird für euch erst relevant, wenn ihr volljährig seid. Ja. Aber Scherz beiseite, ich bin persönlich kein Fan der Cannabis-Legalisierung, weil ich
schon glaube, jetzt aus einer Innenpolitiker-Sicht und auch rechtspolitisch, dass sich dann vielleicht die, die heute mit Cannabis dealen, dann mit anderen Dingen dealen. Aber trotzdem sage ich auch, und das Versöhnliche an die Community, ich habe immer ein bisschen scherzhaft gesagt, es ist nicht der Untergang des christlichen Abendlandes, wenn man mal einen Joint raucht, und auch die junge Union ist in der Lebensrealität. Also ich halte es wie Tillmann, ich glaube auch in den nächsten Jahren wird sich da wahrscheinlich was verändern. Okay, ich glaube, damit haben alle Zuschauer, die sich ein bisschen Bubakash, Blue Dream oder Girl Scout Cookies zulegen wollen, die Frage beantwortet. Unabhängig was davon. Was wir hier anbieten, Ruby ist Princess, ist aber kein Stoff, ja? Wir können dann auch loslegen. Und da wollte ja. Vince jetzt mal ganz schnell drüber hinweggehen. So, und die Frage ist, macht er sogar. Auch nochmal an Tillmann. Ja, kalt. Wie so ein Politiker ist er. Einfach weiterreden. Ist eine gute Frage, Herr Lanz, aber ich wollte nochmal auf meine Frage kommen. Also ich schätze irgendwo Herrn Lanz, aber ich kann auch nicht jeden duzen in der Politikszene. Von dem her, glaube ich, muss ich noch ein bisschen an mir arbeiten. Unabhängig davon noch eine Frage an dich, Tillmann, die hier gekommen ist. Wie steht ihr zu Herrn Maaßen als Kandidaten? Also für mich hätte es die Nominierung von Hans-Georg Maaßen nicht gebraucht, muss ich ganz ehrlich sagen. Er ist jetzt am Ende nominiert worden. Er ist einer von 299 Wahlkreiskandidaten, nicht mehr und nicht weniger. Und ich glaube, er wird manchmal größer gemacht, als er wirklich ist. Und jetzt haben wir außerdem auch unseren abgedateten Spendenstand, wenn ich das richtig sehe, 1501, ob das gerade der Lebensrealität entspricht oder nicht. Ich schaue gleich nach, ob das geupdatet wurde. Das wäre natürlich auch nochmal spannend zu wissen, wo wir am Ende rauskommen. Nochmal, 1750 ist unser letztes Spendenziel für die Aktion Deutschland hilft. Und dann gibt es Philipp Amthor im Jogger. Ihr müsst euch das wirklich live und in Farbe vorstellen. Jogginghose. Okay, in Jogginghose. Man muss ja auch dazu sagen, letztes Mal wurde noch sehr eifrig über die Thematik Sneaker-Konservatismus geredet. Da kann man auch mal vielleicht sich über eine Wortneuschöpfung im Sinne von Jogginghosen-Konservatismus Gedanken machen. Jetzt wollen wir nicht gleich übertreiben hier. Das würde ich jetzt auch gerade sagen. Da hat vielleicht doch der Karl Lagerfeld eher recht, ne? Wer dann außerhalb des Joggens die Jogginghose trägt und so. Aber naja. Ja, dafür hat Karl Lagerfeld spannende Geschichten zu Chauffeuren, aber das kann man zwar noch anders aufheben. Die kenne ich nicht. Die hebe ich mir bewusst auf für den jetzigen Zeitpunkt, weil man das hebe ich mir auf. Das hebe ich mir einfach auf. Unabhängig davon, wie weit seid ihr? Ich bin, glaube ich, gar nicht so schlecht gerade. Komm. Ich bin hier bei den Fäusten. Nein! Ich auch. Wir sind bei 1526, also ein oder andere Euronen fehlt noch. Die trollen hier immer alle, so ein Scheiß. Bist du auch bei den Fäusten, Philipp? Nee, ich bin hier noch am Anfang, die ganze Community. Okay, ich springe hier gleich schon als erstes hinten runter. Ganz große Heldentat. Ach, verdammt, Johe. Boah! Nein. Philipp, hat irgendeiner geschafft von euch? Nein, erzähl doch. Aber hier sind noch viel zu viele. Ey. Ja, das ist auch, ehrlich gesagt, unser letztes Game des Abends gewesen. Was? Schön hätte, ja, scheinbar. Ein extra Game. Vince, Okay. Mach nochmal dieses Wir brauchen nochmal dieses. Wir brauchen nochmal einmal dieses Rondell. Okay. Machen wir alle für euch. So, aber jetzt machen wir nochmal genau das, was gewünscht wurde. Das kriegt ihr. Außerdem haben wir schon die 1750 Euro. Nein, 1624. Stückchen fehlt noch. Also legt noch einen drauf, Freunde. Komm, wir haben noch ein Game Zeit für Philipp. Jogginghose. Also nicht was von 2500? Nee. Und ach du Scheiße. So, sagt mir, wenn ihr bereit seid für den Code, dann geben wir den ein. Nicht vergessen, ab 2000... Ich muss erst nochmal zurück, warte. Kein Thema, kein Stress. Aber darf ich dann wenigstens oben Krawatte tragen, oder? Das wäre ein noch besseres Bild, würde ich sagen. Also ich muss sagen, während Corona-Zeiten, wo es auch Events gab, die man halt von zu Hause gemacht hat, habe ich oben häufiger Polo getragen und unten halt Jogginghose. Also das ist halt... Also ich muss auch sagen, bei mir war es auch, hat es unter Corona auch arg gelitten. Ich habe so wenig Krawatten getragen, ich war schon richtig sehnsüchtig, dass wieder losgeht. Die waren schon fast eingestaubt. Ja. So, für 2000. Ist der Code? Der Code ist GO4F8. GO4F8. Also GO4F8. Beide drin? Ja. Nice.
1624 sind wir. Noch ein kleines bisschen fehlt, um genau zu sein, 1226 Euro, damit wir unser Spendenziel Nummer 100. Was habe ich gesagt? Ja, 1000. Aber ich glaube, mit den 1000, der hatte richtig gerechnet, der Witz. Pardon. Noch 1000 Euro bis zur Jogginghose. Nein. Oh, es sind nur noch ganz genau 51 Euro. Oh. Ich warte noch ein bisschen. Aber was machen wir für 2000? Da ist wieder der Kuba. 2000 dran, ist doch die personalisierte Philipp Amthor-Message. Ach, da tut doch gar nicht. Kann ich nicht, tut die, ja gar nicht weh. Die biete ich für 1150. Hier wird nicht umgedreht, Philipp. Wir haben das so ausgemacht. Timmermann hat da gut verhandelt. Ja, der Kuban ist halt ein Gefährlicher bei sowas. Anders. Boah. So, ihr kleinen Weihnachtsmänner. Das ist nicht Weihnachtsmann und Kuckage. Geht mal weg, bitte. Scheiße, ey. Die schieben einen hier die ganze Zeit weg. Die wollen einen die ganze Zeit runterschieben. Flipp aus. Boah, jetzt kommen sie wieder, alle. Oh mein Gott. Das gibt's nicht. Das ist schlecht gespielt von Wir haben es alle drei nicht geschafft. Das ist bitter gewesen. Oh mein Gott. Na gut. Man muss mit einem Erfolgserlebnis. Machen wir einen Erfolg. Nochmal eine individuelle Show. Ich habe das früher in PlayStation-Zeiten, das hat mich auch so angekotzt. Wenn ich mit so negativer Stimmung aufhöre, will man auch nicht. Dann kann man nicht nach Hause gehen. Und dann spielt man bis 3 Uhr nachts. Ja. Ja, oh. Ist halt so. Simon? Ja? 1800 Euro. Sind wir? Ja, siehste. Sehr gut, Freunde. 1A. Ich hätte schon gedacht, ich muss es aufstocken. Aber eine totale auf Philipp, bitte. Ach. Hervorragend. Wollen sie wieder hier. Ja. Aber da hat der Rezo die 150 Euro noch eingelegt, wahrscheinlich. Naja, gut. Unabhängig davon, trotzdem eigentlich ganz im Ernst, vielen lieben Dank, dass ihr da mitmacht. Vielen lieben Dank, dass ihr da spendet. Es geht, wie gesagt, an die Aktion Deutschland hilft und es geht darum, den Opfern dieser furchtbaren Flut zu helfen. Deswegen vielen lieben Dank dafür. Seid ihr soweit für die Codes, meine Herrschaften? Ich gucke hier noch zu. Ach. Zurück, einen letzten haben wir noch. Und es gibt auch eine personalisierte Message, wer rausfindet, wie dieses Spiel heißt, das du die ganze Zeit suchst, Philipp. Oh ja, das gibt es definitiv. Das kannst du am Ende nochmal erklären und die Suche geht dann auf Instagram weiter. Okay, den Code, Vince. Ja, T9N03. T9N03. Bin drin. Müsste ich meine Garagen-LAN-Party-Kumpel nochmal anrufen, um rauszufinden, wie das hieß. Wir haben es schon vorhin gehabt, es war nicht StarCraft, es war nicht WarCraft, es war nicht Empire Earth, es war nicht Command & Conquer, es war nicht Company of Heroes. Ja, es war vom Spielaufbau wie Company of Heroes, aber Company of Heroes ist ja dieses Military-Ding da mit Zweiter Weltkriegsszenario und das ist es nicht, sondern es geht um schon eher so ein Fantasy-Dings mit, ich weiß es nicht genau. Ich habe noch was für dich, Tillmann. Der Last Force fragt, was sagt ihr zu den Konsequenzen von Artikel 17, obwohl es versprochen wurde, keine Upload-Filter zu bekommen? Wer fragt, Last Force oder Axel Voss? Last Force fragt das an Tillmann. Ja, also wir setzen uns weiter dafür ein, dass es auf europäischer Ebene eine neue Regelung gibt. Das werden wir auch in Zukunft machen, weil es braucht eine andere europäische Regelung. Ich persönlich aber sagen, ich bin nicht glücklich mit dem, was da jetzt gerade gemacht worden ist. Nein. Ich bin auch raus. Ich habe nicht hingeschaut. Philipp, ich bin raus. Jawohl. Alter, er ist echt, das Glück ist mit die Dummen. Tillmann, du kannst es einfach nicht. Du kannst einfach dieses Spiel nicht. Das gibt einen Hoffnungsruf. Ja, normalerweise würde ich jetzt hier den Player in die Ecke hämmern. Du bist doch drin. Bin ich noch drin. Das heißt denn natürlich? Natürlich. So, liebe Community, jetzt greift euch mal den Philipp und schiebt den mal runter.
Wir das sehen, haben die jetzt lange, schon erfolgreich. Ich will sehen, wie lange er überleben kann. Aber es ist ein guter Zeitpunkt aufzuhören. Ja, du kannst es so sehen, du hast es im letzten Game weiter geschafft als wir alle. Ja. Hast so wie du. Im letzten Mal auch in dieser Runde. Mal sagen, in diesem Spiel. Da hast du recht, leider. Ach. Ja. Schützen dich alle. Ja, finde ich gut. Philipp, ich habe da noch was von dir für dich. Jetzt muss ich konzentrieren. Ich muss gerade gewinnen. Ja, aber Kato CS möchte, dass du einen Gruß an den Kollegen Andi raushaust. Andi, liebe Grüße, Andi. Sehr gut. Ist der Andi Scheuer oder ist der auch im Chat? Andi ist auch im Game. Nee, dann würden wir wahrscheinlich über Mautthemen reden oder so, aber heute nicht. Ja, Alter, der schon wieder. Er hat echt ein Schweineglück. Ich glaube, das bringt freiwillig zu sein. Schweineglück, das ist einfach Können. Das ist einfach Können. Stell dir mal vor, der gewinnt jetzt noch. Wenn der gewinnt, ne, dann kommt der schwebt hier durch. Nein, ich muss schon, es sollte ein negativer Erlebnis sein, dass ich jetzt hier nicht Gaming verfalle. Nächstes seht ihr Philipp mit der Xbox. Auch einer der, auch einer der User schreibt hier, versteht ihr von JU Gaming, was Ehrenmod hier meint? Natürlich verstehen wir, was Ehrenmod hier meint. Natürlich ist Reptiles, der sehr verehrte Mann, der sich hier um den Chat kümmert, ein absoluter Ehrenmod, ein absoluter König und definitiv der, ich glaube, es gibt, wenn es so der Anti-31er gäbe, dann wäre es natürlich Reptiles. Deswegen Grüße auch an Reptiles. Vielen Dank, dass du dich mal wieder darum kümmerst. Welche Sprache war das jetzt? ich konnte schlecht folgen. Das war die Sprabiche von SSIO, unabhängig davon. Ah! Wie weit bist du, Philipp? Du bist immer noch gut dabei, ja, oder? Ja, er muss sich gerade halten. Alter, du hast ein Schweineglück. Hast du es geschafft? Nein. Oh mein Gott. Bist du raus? Ja, ist aber das. Zwei Runden nach euch. Ah. Nochmal. Ja, Spaß. ist ja gut. So, Freunde der Volksmusik, dann würde ich sagen, haben oder wir... fühle ich mich angesprochen. Ja, nächstes Mal laden wir Florian Silbereisen mit ein. Unabhängig davon, vielen, vielen lieben Dank fürs... Ich hatte hervorragende Gäste offensichtlich. Ich hatte natürlich niemand anderen als Tilman Kuban hier an meiner Seite, der sich eigentlich gar nicht so schlecht geschlagen hat, besonders wenn es ums Rondell da ging. Das hat halbwegs funktioniert. Ja, und ja. Philipp, der natürlich zum Glück keinen Controller zerstört hat. Deswegen, der blieb intakt. Das heißt, der Controller, der geht ja jetzt auch noch an Henrik Bröckelmann, ne? Bröckelmann, ja. Das hatten wir einmal und ich schaue nochmal ganz kurz nach, was der aktuelle Spendenstand ist. Einen Controller haben wir noch. Ich schaue trotzdem nach. Ihr werdet natürlich im Nachhinein darüber benachrichtigt. 1805 Euro ist der letzte Stand, den ich bekommen habe, wo ihr so nett wart und gespendet habt. Ich glaube, man sieht mich da. Deswegen bedanke ich mich vielmals. Wollt ihr noch was sagen zum Ende des Abends? Ja, ich würde sagen, Philipp, wir stocken das Ding auf zusammen auf 2000 Euro, oder? So machen wir es. 2000 Runde Euro. 2000 Euro wird aufgestockt von uns beiden. Und deswegen vielen herzlichen Dank. Es hat uns, glaube ich, ganz viel Spaß gemacht, hier mit euch zu zocken. Wir freuen uns, zum nächsten Special wieder hier dabei zu sein. Und dass ihr dabei seid, vielen herzlichen Dank. Ja, ganz herzlichen Dank. Hat echt viel Spaß gemacht. War eine richtig coole Runde. Und wir haben schon gesagt, unser Kuban und Amthor natürlich sonntags auf Instagram, aber ein Special auf Twitch kann ich mir manchmal gut vorstellen. Vielleicht mit noch geileren Games. Wir probieren es. Also war cool. Ciao. Ja.